guten Tag zu Sire TV. Heute haben wir einmal zu Besuch Frau Susanne Jung vom Solarenergie Förderverein Deutschland e.V. Und ich möchte mich gerne mit ihr unterhalten darüber, wie es mit der Solarenergie auf deutschen Dächern vorangeht. Ja, herzlichen Dank, Eberhard, dass du mich hier eingeladen hast in die Technische Hochschule in Köln. Wir befinden uns hier im 9. Stock der Hochschule, wie ich heute mitbekommen habe. Und ich würde mich freuen, mit dir rauszugehen und vielleicht mal direkt auf die Dächer von Köln zu schauen. Wo wir nämlich hier auf der Hochschule stehen, haben wir einen wunderbaren Blick über die Dächer von Köln. Aber was wir sehen, ist eigentlich, was wir nicht sehen. Eigentlich müssen auf all diesen Dächern Solaranlagen drauf sein. Und ich sehe ein einziges Dach da vorne, wo eine einsame Solaranlage drauf ist. Was machen wir da, Susanne? Also lieber Eberhard, hier liegt die Zukunft wirklich unserer Generation. Auf allen Dächern sollten und können Solaranlagen sein. Das wäre ganz fantastisch. Es sollten nicht nur die Leute investieren, die Häuser besitzen, sondern auch durchaus Bürger, die gemeinschaftlich auf diesen Dächern wunderbare Solaranlagen entstehen lassen. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, eure und die vom Solarenergie-Förderverein, diese schönen Dächer für die Solarenergie zu erobern. Ja, wir haben ja nur ein Riesenpotenzial. Wir haben jetzt kürzlich noch eine Studie zu einem Solarkataster hier an der TH Köln gemacht. Das heißt, wenn wir auf allen Dächern Solaranlagen hätten, dann könnten zumindest die Privathaushalte in Köln sich schon komplett mit Solarenergie vorversorgen. Was schlägt denn der Solarenergieförderverein vor, wie wir da hinkommen? Auf jeden Fall muss es sich für die Bürger und für die Besitzer der Einfamilienhäuser, für die Privatmenschen lohnen, in so tolle Technik zu investieren. Das ist der erste Step, die erste Hürde, die wir nehmen müssen. Und da ist ganz klar der Gesetzgeber gefragt. Wir müssen wieder an ihn herantreten und sagen, lieber Gesetzgeber, erhöhe die Vergütung für den Solarstrom, damit ich meine Anlage wirtschaftlich betreiben kann. Ja, ist es denn einfach mit Geld alleine getan? Wenn ich hier sehe, sind ganz viele Häuser, die den Leuten nicht selber gehören, wo sie zur Miete wohnen. Können die denn einfach eine Solaranlage aufs Dach draufsetzen, wenn sich das wieder lohnt? Ja, es ist auf jeden Fall noch einiges anderes zu beachten. Es muss natürlich auch entschieden werden, ob die Mieter tatsächlich, oder die Mieter müssen entscheiden, ob sie tatsächlich diesen Strom wollen. Sie haben ja die Freiheit, den Stromanbieter in Deutschland zu wählen. Und deshalb ist auch sehr viel Kommunikation erforderlich. Man muss die Menschen für die Energiewende begeistern, sie beraten, sie aufklären über die Chancen und Möglichkeiten und vor allem darüber, dass hier Strom aus erneuerbaren Energien tendenziell und in der Zukunft viel günstiger sein wird als jeglicher andere Strom, den man aus dem Netz bekommen kann. Und wenn dieser Gewinn wirklich auch deutlich wird für die Bürger in diesem Land, dann werden sie auch sehr gern sich der Sache annehmen wollen. Das hört sich schon super an. Man sollte doch meinen, dass jetzt jeder Vermieter eigentlich darauf brennen würde, auf das Dach eine Solaranlage zu bauen, um den Mietern dann günstigen Strom liefern zu können. Ja, da sprichst du ein ganz großes Problem an, nämlich die Bürokratie, die uns belastet und auch die Investoren belastet, weil große Messtechnik erforderlich ist, Verträge, Umlagen müssen gezahlt werden, wenn Stromanbieter weitergereicht wird. Und all das ist ein Hindernis, was zu beseitigen gilt. Und ich bin da sehr guter Hoffnung, dass wir das schaffen, wenn wir alle gemeinsam dafür stehen. Und wir werden die Bundesregierung in die Pflicht nehmen, damit sie es auch für uns umsetzen. Eine echte Bürgerenergiewende möglich machen in Deutschland. Ja, und damit schaffen wir es wahrscheinlich, dann hoffentlich dann auch bis 2030 auf 100% Erneuerbare zu kommen. Was meinst du? Das ist ganz zwingend, weil wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen einen Sprint einlegen, damit wir gegen diese gefährliche Klimakrise vorgehen können. Und da sind die Erneuerbaren der Schlüssel für unsere Zukunft. Und ich denke, das ist sehr einsichtig und wir werden es gemeinsam auf den Weg bekommen. Okay. Ja, lieber Eberhard, ich bin ja heute nicht umsonst hier an der Technischen Hochschule. Ich möchte ja mit dir auch über Möglichkeiten sprechen, wie man sowas umsetzen kann. Und deshalb ist die Frage, ist das überhaupt technisch denkbar, dass wir hier überall auf diese Dächer Solarenergie bringen? Wenn zu viel Strom erzeugt wird, wo soll er denn hin? Sind die Netze denn geeignet, dies aufzunehmen? Die Netze sind gerade in Innenstädten oder in Städten wie Köln sehr gut ausgebaut. In den 80er Jahren hat man noch mit wesentlich mehr Energieverbrauch gerechnet und hat dann vorausschauend entsprechend die Netze gut ausgelegt, wovon wir heute profitieren können.
was immer wieder bei uns in der Bundesgeschäftsstelle in Aachen gefragt wird, welche Rolle denn die Autos in diesem ganzen System spielen können. Es wird immer dieses Stichwort genannt, Vehicle to Grid. Kann ich den Strom aus meiner Solaranlage nehmen und damit durch die Stadt fahren und jemand anders, der kein Dach hat, für die Solarenergie einfach so zur Verfügung stellen? Ist denn sowas denkbar und machbar? Was meint ihr hier? Man muss unterscheiden zwischen dem technisch-physikalischen Aspekt und dem wirtschaftlichen Aspekt, wie das am Ende abgerechnet wird. Physikalisch gesehen ist es so, dass wenn an dem einen Ort die Solaranlage Strom erzeugt und an dem anderen Ort ein Auto damit auflädt, so wird diese Solarenergie unmittelbar zum Laden des Autos genutzt. Der andere Aspekt ist, wie das am Ende abgerechnet wird. Ob das Aufladen des Autos tatsächlich mit dieser Solaranlage verknüpft wird, und daran hapert es im Moment. Eine andere Sache, die mich natürlich auch sehr beschäftigt und auch gerade deshalb bin ich heute hier in Köln, ob das denn gehen würde, dass solche ganzen Straßenzüge gemeinschaftlich Speicher nutzen, um den Strom von ihren Dächern in diesen Speicher zu sammeln und dann zu späterem Zeitpunkt wieder ins Haus zu führen. Ist das denn technisch und auch abrechnungsmäßig möglich? Ja, Susanne, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, da kann dir am besten Kira Meisenthal eine Antwort drauf geben. Die hat nämlich im letzten Jahr zu diesem Thema bei uns gearbeitet. Super, das freut mich sehr. Hallo Susanne. Hallo Kira, toll, dass ich hier so eine Expertin interviewen darf. Ach, Expertin ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ja. Ja, wir haben festgestellt, technische Vorteile gibt es auf jeden Fall. Wir können zum Beispiel den gleichen Autarkiegrad erreichen im Vergleich zur kleineren Kapazität. Und wir haben auch einen Vorteil beispielsweise bei einem Wechselrichter, den könnte man auch kleiner dimensionieren. Was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff Autarkiegrad? Autarkie ist quasi das, was benutzt sich vom gesamten Stromverbrauch. Also was erzeuge ich und im Vergleich zu meinem gesamten Verbrauch, was nutze ich davon? Ich verstehe. Ist das denn heute schon umsetzbar oder hat man da noch mit kleinen Stolpersteinen zu leben? Es ist tatsächlich sehr schwierig. Es gibt viele Pilotprojekte und Reallabore. Wenn man das googelt, findet man ganz unzählige Projekte. Das Ding ist nur, dass es wirklich umzusetzen, um das wirtschaftlich zu betreiben, einfach noch sehr schwierig ist. Ein großes Thema wird sicherlich das ganze Messen sein. Wie viel Strom kommt von welcher Anlage und wie viel Strom landet schlussendlich in dem Speicher? Wem gehört dieser Strom in diesem Speicher? Genau. Und müssen dann vielleicht so, solche Sachen wie EEG-Umlage oder Stromsteuer oder Netzgebühren gezahlt werden? Das sind sicherlich so spannende Fragen, mit denen du dich beschäftigst, nehme ich an. Genau, das ist eine große Fragestellung, nämlich es fängt damit schon an, wem gehört der Speicher, wie wird der Speicher betrieben? Also das sind schon die ersten Probleme. Und dann kann man sich vorstellen, wenn jetzt nicht nur einer quasi da in diesem System mit drin ist, sondern viele Haushalte, dann wird es natürlich umso komplizierter. Und natürlich auch noch dann Netzbetreiber, wie wird der involviert? Und dann wird es ganz kompliziert. Ja, aber man kann da sicherlich auch Leitfäden entwickeln, sodass es auch der Otto-Normalbürger versteht oder dass es sich fachkundige Dritte finden, die sich dafür begeistern und sagen, ich möchte das in meinem Wohngebiet gerne etablieren, weil es ökologisch sinnvoll ist. Ja. Man hat einen geringeren ökologischen Fußabdruck, weniger Rohstoffe werden benutzt, wenn nicht jeder einzeln einen Speicher bei sich hat, sondern alle gemeinschaftlich einen brauchen. Und das Ganze ist auch noch lokal erzeugt und lokal verbraucht. Perfekt. Das ist halt auch noch ein großer... Perfekt. Und das für Köln. Das für Köln. Ja, Kira, herzlichen Dank. Gerne. Ja, Susanne, vielen Dank auch an Kira nochmal für die interessante Beiträge. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden nicht locker lassen. Wir werden weiter um die Solarenergie in den Städten kämpfen, ne? Und beraten. Wir als Solarenergieförderverein beraten viele Anlagenbetreiber oder Anlageninvestoren. Man kann sich an uns wenden und findet uns im Internet, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse. Gerne melden und dann helfen wir jedem weiter, sofern wir es vermögen. Ja, okay. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.